Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Your Dog Kanal mit mir, dem Herrn Sofort. Und zwar heute mit einer neuen Runde Bed Wars. Und ja, ihr seht schon, Mate kann anständig bauen. Wollte ich gerade schon fast sagen, aber es ist irgendwie doch nichts draus geworden. Und deswegen bauen wir uns jetzt einfach mal. Da muss man eben schauen, dass wir den einen gönnen. Ah, den zweiten gönnen wir uns jetzt auch noch. Zack. Damit ich. So. Ach, Flieg. Ah, danke schön. Da haben wir ihn easy bekommen. Und den anderen noch. Also, den einen haben wir noch bekommen. Leute, wie ihr wisst, spare ich meist immer so auf die ganzen Eisenblöcke. Was manche Leute auch ein bisschen lame finden, was ich aber gar nicht verstehen kann, denn Leute, man kann ja sein Bett so protecten, wie man möchte, so. Warte mal, uns fehlen jetzt noch 4 Blöcke. Okay, gut, und da kommen die ersten beiden schon. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden, aber es sollte jetzt auch nicht so unglaublich krank werden. Wir bauen jetzt einfach mal unser Bett ganz normal ein. Wir brauchen noch 3 Eisenblöcke. Wir holen uns aber jetzt erstmal 2 normale Endsteinblöcke. Weil einfach aus dem Grund, dass das Bett schon mal wenigstens. Oh Mensch, bisschen protected ist. Und zwar haben wir jetzt nur noch 2 Blöcke, also ein Eisen und oder auch 2 Eisen und 2 Endsteinblöcke, die man hier noch irgendwo verbauen kann. Ich weiß nur gerade nicht, was ich gerade machen soll, weil da kommt einer um mein Mate. Ich weiß nicht, ob der so drauf ist, dass er easy die Leute sich gönnt. Das ist mein Mate. Okay, gönnt. Wir bauen noch kurz unser Bett richtig schön zu mit schönen Eisenblöcken. Und zwar holen wir uns dafür einfach noch das Eisen hier, was auf dem Rostspawner liegt. Was? Ich hole mir jetzt das Eisen, was auf dem Rostspawner liegt? Hä? Was macht das schon wieder für Sinn, Mann? Das gibt es nicht, also sofort. Das gibt es einfach nicht. So, und jetzt geht es auch schon weiter. Und weiter. Nein. Und. Ja, wir spielen jetzt einfach mal noch die erste Runde. Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt den ersten und den zweiten nicht, weil mal. Ey, wenn der Mate. Mein Mate muss ich. Ach, scheiße. Na, Mist. Mate, gönn dir den. Gott, das ist ein Home Run. Den kannst du dir. Der wird jetzt. Wenn er unser Bett bekommt. Nein, ich habe den Stick weggeworfen. Ich hoffe jetzt einfach nur mal nicht, oder? Wo ist denn der Typ? Ach, hier. Ist er ja. Hallo. Ja, moin. Hm? Hast Bock? Hast Bock zu kämpfen? Hast Bock zu kämpfen? Der hat wohl anscheinend Lust zu kämpfen. Einmal richtig hart zu kämpfen. Gönnen, ne? Gekickt und das war einfach. Jetzt müsste ich schauen. Block safe. Rufen nochmal Block safe. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns den Boy. Der hier. Okay. Gönnen wir uns. Okay. 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 Okay, Boys. Wir sagen, dich schieße ich noch weg und dich auch. Der ist geflogen. Habe ich frei echt gedacht. Mann. Ich brauche auf jeden Fall eine Iron Picke. Ich gönne mir aber auch
was ich jetzt auch mal sagen muss, ich gönne mir noch ein paar Eisenblöcke, denn man muss ja sein Bett so ein bisschen protecten. Wenigstens ein bisschen protecten. Weil Leute, ohne Spaß, ohne Protecten geht das nicht. Weil ohne Protecten geht gar nichts hier eigentlich. So wie sortieren wir jetzt unser Inventar am besten. Am besten so, da habe ich nämlich die beiden Hotkeys. Übrigens, Leute, wen es interessiert, wie meine Hotkeys sind, auf der 8 ist die Taste F. Auf der 9 ist die Taste L. So kann ich jetzt zum Beispiel, das hier ist auf S, zack. Ich gehe jetzt mal hier hin und dann seht ihr unten Hotkey, zack. Hotkey, zack. Zack, zack, zack. Da kommen wir perfekt zwischen, zack, zack. Und ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu den Gegnern und zerstören die. Ih, die Leute. Guckt euch dieses Waschbrett schon an, das ist so heftig. So, wir haben natürlich schon. Ja, natürlich, das wissen sie natürlich nicht. Müssen schon. Ist nicht erwischt worden von dem. Wow. Wow, wow, wow. Wir brauchen auf jeden Fall eine Steinpicke. Why the target? Ja, das kann ich manchmal Leute fragen, wenn ich mit denen in der Runde bin. Why the target? Super. Ich werde ja nie getargetet, deswegen. Leute, zurzeit spiele ich auch nur zwei Runden, wie ihr es auch schon seht. Erstens wegen. Ja. Na gut, erstens gibt es eigentlich gar nicht. Sondern erstens wegen eine Sache, und zwar wegen Target. Es wird einfach nur auf mich getargetet, weil die Leute denken, bam, sie kommen. Damit. In die Aufnahme, Swag, 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 Boy, Swagger, 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 Swag. Überlebt's. Nein! LOL, Boy, 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 Boy. Also. Wieso, Leute? Wieso? Nein. So, Leute. Den haben wir natürlich gesehen. Ist logisch, den sehen wir. Wenn er hier im Haus ist, sehen wir den. Jetzt müssen wir nur schauen, weil mein Mate, der hat keine Steinpicke dabei, glaube ich. Ich gucke jetzt mal ganz kurz darüber. Ne, der hat keine Steinpicke dabei. Na gut, dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Wir wollen uns aber hier drüber. Danke fürs Bett. Zack. Und da haben wir auch schon das ganze Team gegönnt. Lila ist tot, genau. Okay, ich gucke mal rechts so ein bisschen ans Scoreboard. Das ich weiß, ob die Teams down sind oder nicht, weil meistens guckt man dann darüber. Guckt man nicht darüber und dann denkt man so, das Team ist down, aber das Team lebt eigentlich noch. Wenn man so denkt, die Leute spawnen nicht mehr. Ich gehe mal ganz kurz hier runter, dass ich mich töten lasse. Perfekt eigentlich, zack. Dann gönne ich mir das so, zack. Okay, der eine Typ, der Boy, der kommt jetzt. Aber Leute, natürlich nicht, kein Problem, Alter. Ist ein bisschen blöd. Tschüss. Flieg, dankeschön. Okay, sehr gut, dann laufen wir auf jeden Fall weiter. Wir haben hier noch eine Picke liegen gelassen, keine Ahnung wieso eigentlich, aber... Wir gehen jetzt einfach mal easy weiter. Leute, das muss ich nochmal sagen. Und zwar, wenn die Gegner, also ihr müsst mal so schauen, die Gegner dürfen, ihr müsst mal so auf die Geräusche achten. Ihr müsst mal gucken, hier ist da ein Gegner, ist da kein Gegner. Ihr solltet immer so in Zweierrunden, weil ihr könnt euch nicht immer, also ihr könnt euch manchmal, wenn ihr so mit Freunden spielt, ist ja logisch, könnt ihr euch auf eure Teammates verlassen, weil sie eure Freunde sind, aber manchmal könnt ihr euch auf solche Randy-Mates, könnt ihr euch nicht verlassen. Das ist aber ganz logisch eigentlich, weil die Randy-Mates, mit denen könnt ihr, ja, ich lasse den durchrennen, könnt ihr euch nicht verständigen. Ihr könnt euch mit euren Freunden die ganze Zeit verständigen. Oh. Fly away, fly away. Okay, nice. Das ist mir schon. Das, ja, perfekt. Da war das Bett auch schon und, ja,
Das könnte tricky werden. Der hat sich eingebaut. So. Zack, gestorben. Sehr gut. Da haben wir auch schon die Runde ganz locker gewonnen. Also ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Bis zur nächsten Folge haut noch rein. Und tschüss.